Das Thema am Morgen im russischen Fernsehen. Das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte Moskwa ist gesunken. Noch ist unklar, ob es die Folge eines Feuers an Bord oder eines ukrainischen Angriffs war. Für Putins Marine ein herber Verlust. Der ukrainische Präsident Selenskyj spielt darauf am Abend an und bedankt sich bei seinen Landsleuten. Bei denen, die den Feind aus dem Norden vertrieben haben. Bei denen, die gezeigt haben, dass die russische Luftfahrt wehrlos ist, obwohl Russland zig Milliarden Dollar ausgegeben hat. Bei denen, die gezeigt haben, dass russische Schiffe nur auf den Grund gehen können. Aufräumen, das, was einmal ihre Heimatstadt war, die umkämpfte Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine. Die Lage für die Zivilbevölkerung katastrophal. Wir kamen, um unsere Tochter zu sehen, als die Bomben plötzlich fielen. Wir retteten uns in einen Keller, aber meine Frau kann kaum laufen. Ich habe sie da kaum rausbekommen. Wir leben in einer verdammten Garage. Ich will hier nur noch weg. Seit Mitternacht heulen Luftschutzsirenen in vielen Teilen des Landes. Das ukrainische Militär spricht von gewaltigen Explosionen im südlichen Cherson, in Charkiw und sogar in Kiew. Der Feind setzt seine Raketenangriffe fort auf die ukrainische Infrastruktur. Ukrainische Medien berichten heute von schweren Angriffen, von Stromausfällen und von neuem Raketenbeschuss. Jo Angerer in Kiew. In der Nacht wurden gewaltige Explosionen aus der Nähe von Kiew, dem südlichen Cherson und zum Beispiel aus Charkiw im Osten gemeldet. Wie ist denn aktuell die Lage? Also die Lage in Kiew ist, so ist es gerade bestätigt worden, heute Morgen gegen 4 Uhr gab es 7 heftige Explosionen in einer Kleinstadt etwa 30 Kilometer von Kiew entfernt. Es ist wohl offensichtlich ein Öllager, ein Tanklager dort angegriffen worden. Es gibt auch Videos, Anwohner haben das beobachtet. Es ist gerade bestätigt worden, dass es diese Angriffe tatsächlich gegeben hat. Und das zeigt auch, dass der Krieg dicht weit weg ist von Kiew, obwohl die russischen Truppen ja abgezogen sind. Es soll ja auch einen Stromausfall gegeben haben. Das heißt, es gab auch direkte Konsequenzen dann für die Menschen in Kiew? Ja, es gab Stromausfälle, regionale Stromausfälle. Die sind aber, so was wir gehört haben, in der Zwischenzeit wieder behoben. Wie geht es denn nun den Menschen vor Ort? Naja, hier Kiew hat sich so sehr stark verändert. Es ist so eine gespannte Ruhe, es ist auch Angst da. Wenn man es mal vergleicht, ich war im letzten Jahr hier in Kiew, da war das eine quirlige, bunte Stadt mit Geschäften, mit Bars, mit Restaurants. Alles ist zu jetzt im Moment, wenige Menschen sind auf der Straße und es ist schon spürbar, dass man hier Angst hat und dass man auch weiß, dass der Krieg hier längst nicht vorbei ist. Zumal ja die russische Seite auch gesagt hat, wenn die Angriffe der Ukrainer nicht aufhören, dann würden auch Entscheidungsstellen hier in Kiew oder Umgebung bombardiert werden, was auch immer dann Entscheidungsstellen sind. Aber die Bedrohung ist da und die Lage ist angespannt. Nun wird ja auch eine Großoffensive für Anfang Mai befürchtet. Welche Anzeichen gibt es denn dafür? Naja, die Truppen konzentrieren sich alle im östlichen, südöstlichen Teil, das ist zu beobachten. Es gibt heftige Angriffe auf Donetsk, heftige Angriffe auf Luhansk. Und alle befürchten, dass es zu dieser Großoffensive kommen wird. Das russische Kriegsschiff Moskwa ist nun gesunken. Gibt es schon Reaktionen darauf? Ja, gibt es schon. Unterschiedliche natürlich. Von der russischen Seite wird hervorgehoben, das sei eben ja, letztendlich so eine Art tragisches Unglück gewesen. Es sei gelungen, dass man alle Besatzungsmitglieder gerettet hat. Und von der ukrainischen Seite ist natürlich ein Triumphgefühl da. Man triumphiert darüber, dass man eben dieses Flaggschiff, dieses Prestigeobjekt der russischen Marine versenkt hätte. Wie gesagt, da gibt es 2 Positionen. Was da nun die Wahrheit ist, was richtig ist, ob es tatsächlich ein Raketenangriff war oder ein Brand in einem Munitionslager auf diesem Schiff, man weiß es nicht. Nun hat der US-Geheimdienst CIA davor gewarnt, dass Russland im Ukraine-Krieg kleinere Atomwaffen einsetzen könnte. Ändert diese Warnung etwas an der militärischen Strategie der ukrainischen Kämpferinnen und Kämpfer? Nein, ich glaube nicht, weil diese Warnungen gibt es seit längerer Zeit schon. Es geht um sogenannte taktische Atomwaffen, also Atomwaffen mit geringerer Sprengkraft, wie zum Beispiel die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. An der grundsätzlichen Militärstrategie und Taktik der Ukrainer wird sich da wenig ändern. Aber diese Warnungen gibt es und diese Drohungen und beziehungsweise diese Warnungen. Und man muss sie auch ernst nehmen. Vielen Dank, Jo Angerer in Kiew.